Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic mit unserem Schmuggler Selvig. Ich bin euer Giga Greavy und wer aufgepasst hat, der wird festgestellt haben, dass es gestern gar keine Folge gab. Das tut mir ganz herzlich leid, aber manchmal, da klappt das halt doch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn durch euch habe ich von einem Cantina-Event erfahren, ich glaube, das war im Juli, wo es einen Link gab für einen Speeder, für einen Gleiter, den man sich freischalten konnte. Und diesen Link kann man auch verteilen. Ich habe jetzt selber auch noch einen Link, den man praktisch einfach nur auswählen kann, bei sich aktivieren kann und dann bekommt man auch den Gleiter und einen eigenen Link. So ist eine richtige Kette entstanden. Und hier seht ihr es auch schon, The Old Republic San Diego Cantina Tour Bonus. Thank you for attending the Community Cantina Tour event held in San Diego or for having an awesome friend who shared the code with you. With your code redemption complete, please enjoy the attached Cantina Pack. This pack contains the exclusive Prynor Junction along with another random item just for this character. Each event held in 2015 will have its own unique vehicle, so be sure to try to attend them all. Thank you for your support and may the force be with you. Genau. So, das schnappen wir uns natürlich auch gleich. Ich hab das nicht mitbekommen. Ich wusste das nicht. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch, dass ihr mir da geholfen habt. Und wie es aussieht, gibt es jetzt Pale Grey. Okay, kann man mal mitnehmen. Scheint auf alle Fälle exklusiv zu sein. Und wir haben hier, wie gesagt, einen richtig, richtig schicken Speeder. Okay, ob der jetzt schick ist, das ist natürlich dann auch, ne? Aber auf alle Fälle ist es halt was Exklusives und das macht die Sache halt echt spannend, weil es sowas natürlich dann nicht wieder geben wird. Und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich wirklich ganz schick. Der ist echt richtig schick. Von der Farbe vielleicht ist nicht unbedingt das, was mir jetzt gefällt, aber ich finde es schön. So, Tatooine, ja. Wir wollen natürlich auch hier die Planetenquests und die Storyquests durchleben. Wobei ich sagen muss, dass es halt auf Tatooine noch einige schöne Nebenquests gibt. Was ist denn jetzt los? Ja, alles klar. Und dementsprechend bin ich halt echt am Überlegen, die ein oder andere Nebenquest doch noch mitzumachen. Und dann will ich mal ganz kurz was fragen. Haben wir jetzt auch... Das ist doch... Ist das unsere Klassenquest? Nee, das ist die Klassenquest, ne? Das hier, genau. Dann ist das also die Planetenquest in Ordnung. Dann machen wir die erstmal, denn es wäre natürlich nicht ganz schlecht, wenn Ende des Jahres, beziehungsweise im Herbst, so ungefähr, Oktober, November, die Erweiterung kommt, wir dann mit Selvig bei Level 50 oder so wären. Das wäre schon ziemlich schön. Denn Shadow of Revan und so, das muss ich ja mit Selvig nicht nochmal... Wobei, das könnt ihr ja auch zeigen. Warum eigentlich nicht? So dumm ist die Idee gar nicht. Mit Akisius war es ein imperialer Charakter. Es gibt auf jeden Fall viele, viele neue Informationen. Ich kann es euch nur empfehlen. Gamona bietet da einen sehr, sehr schönen Überblick. Zum Beispiel Bob Iger, der Chef von Disney, hat Episode 7 bereits gesehen. Der ist leider, ja, dann ein paar Stellen über uns. Der konnte das schon genießen. Und ansonsten natürlich jede Menge Spoiler auch wieder zu Episode 7, ne? Also welchen Planeten werden wir als letztes im Film sehen? Dann sprechen noch einige Schauspieler zum Film. Also wer das möchte, kann sich das gerne anschauen. Ich werde es mir nicht vermiesen. Das hatte ich schon an verschiedenster Stelle mal erwähnt. Aber manche, die wollen ja schon gerne so ein bisschen vorher wissen, was sie erwarten dürfen. Genau. Und ansonsten auch, was die weiteren Filme anbelangt, gibt es neue Informationen. Ja, also Rogue One zum Beispiel, da sprechen Schauspieler, die dann mit Teil des Films sein wollen, die ihren Agenten losgeschickt haben, dass sie doch da bitte eine Rolle ergattern können. Was gibt's noch? Netflix. Netflix möchte eine eigene Live-Action-Serie produzieren. Da gibt es auch Gerüchte drüber. Nicht nur eine, sondern es sind sogar drei in Planung. Also wenn wir mal überlegen, dass vor 10 Jahren, als Episode 3 rauskam, erste Gerüchte aufgekommen sind, eine Live-Action-Serie zu machen. Und man dann gesagt hatte, da sind die Kosten zu hoch. Und deswegen hat man sich für die Animationsserie The Clone Wars entschieden, beziehungsweise jetzt Star Wars Rebels. Da ist doch jetzt nochmal ein bisschen neuer Schwung in der Bude. So, eine Live-Action-Serie fände ich auf alle Fälle recht interessant, wobei ich... Naja, ich weiß nicht. Also ich gucke gerne Stargate und sowas, Science-Fiction-Serien. Star Wars aber, das war für mich immer Film. Ich kann mir das... Gute Clone Wars sind auch Serien, aber Live-Action-Serie? Auf der anderen Seite, Netflix macht echt gute Serien. Also ich bin ja ein großer House of Cards-Fan. Also, wir warten einfach mal ab, was da an genauen Informationen so rauskommt. So, jetzt quatschen wir aber erstmal mit unserem...
Wie heißt der? Camus Orden. Hallo. Geht's dir gut? Hilfe, Hilfe. Leave me alone. I haven't done anything to you. You stole corporate documents, Camus. Zirka doesn't take industrial sabotage lightly. Contact. Unidentified subject, possibly a collaborator. You know the drill. No survivors, no leaks. Whoa, hold on. Look, I just took a wrong turn at the cantina. Nice try. Open fire. Ja genau, ich komme einfach her und dann ballern die mich schon ab oder was? Was ist los mit euch? Das ist Gastfreundschaft. Das ist einfach, das kommt auf Tatooine an, gerade früh, Schwester. Sagtest dir so, ja, endlich weg von Nasha da. Landest auf einem schönen Wüstenplaneten, wo sowieso keiner groß Bock hat, irgendwas zu unternehmen, weil es so heiß ist. Und das Siesta den ganzen Tag. Und dann wirst du ja gleich abgeballert. So lobe ich mir das. Dann kann mir mal einer verraten, warum die so stark sind. Oder ist nämlich gleich down. Oder nein. Oder darf nicht sterben. Nein, sie haben... Oh. Ihr Schweine. Bruder. Oh. Ich mag Boda. Ich mag sowieso Wookies. Wookies sind toll. Ups, sorry. Ja. So, lass mal kurz gucken. Da oben steht er, hat er sich verschanzt. Is it safe? Are they dead? Ja, die sehen zumindest tot aus, ja. Relax. Everything's gonna be alright. I thought I was dead for sure. I've gotta... Breathing. Just keep breathing. My name is Camus Orden. I used to be an accountant. My company sent those men to kill me. It's a Zirka Corporation severance package. What happened in here? Come on, Camus. You know how I feel about corpses in my workspace. You were supposed to be here. You swore I'd be protected. Sorry, Camus. As an official Republic representative, I have to at least look like I'm being diplomatic with the locals. Also zumindest mal so tun, das ist schon okay. Father, we've met. Ach so, den haben wir schon kennengelernt. Okay. You're the man I spoke to earlier. Care to explain? Huh. I take it you saved Camus? Thanks. You're probably catching on that we're a bit understaffed. And that I'm not really a bureaucrat. It took you a month to tell me that. This is a Republic Strategic Information Service project, a covert operation. It's a major assignment. Mystery, corporate scandal, and incredibly dangerous tech, with a lot of lives on the line. You could make all the difference. You know how to make a sale, I'll give you that. This all started when Camus forwarded some Zirka Corporation documents to his local Republic security office. We've been watching Zirka a while. They buried a lot of scandals, done a lot of dirty deals, but this was something special. The documents were mixed in with old expense reports. They described a billion credit research facility for the study of a Type 7 device. Type 7 device being Zirka shorthand for a device capable of eliminating a planetary population. This is why Zirka wants you dead? Yes, that's right. Turns out they abandoned the project decades ago. We're lucky to know the facility was here on Tatooine. So Camus and I came to find whatever doomsday device Zirka had and keep them from burying the evidence. And us. That's very some. That could be trouble. From what we could find, sounds like the device went haywire and Zirka bailed rather than try and clean it up. Now clues to Zirka's operation have been extremely hard to come by. Impossible, as a matter of fact. We've got one avenue left, but it's too dangerous for Camus or me. An old compound Zirka used as a staging area. If it's far, I charge for travel expenses. We'll talk credits after you're done. Besides, you haven't even heard the best part. After Zirka left, the compound was taken over by a gang of Gamorrean raiders who, I discovered, don't appreciate visitors. Still, judging by these dead guys here, you might be able to push past the Gamorreans and search Zirka's old storage archives. Gather any data left. What's the upside for me? You'll have the satisfaction of serving our glorious Republic and saving innocent lives. Not to mention the credits. Be careful. Finding the files that Zirka left in that compound is important, but don't get killed. Couldn't have said it better myself. Na, ich bin doch vorsichtig. Wir sind doch... Na gut, okay, schön, dass wir das mal wieder alles übernehmen dürfen. Und warum steht er auf einmal da hinten?
Warum stehst du da? Du warst gerade noch dort. Und warum bist du Level 36? Da bist du viel stärker als wir. Und das ist, dann kannst du doch auch dahin gehen. Aber egal. Dann machen wir das natürlich, ne? Für die Republik. Und für die ganzen Credits, hoffentlich. Am Ende speisen die uns eh wieder nur mit 500 Credits ab oder so. Was, anstatt mal so 50.000 oder so zu geben, die können wir gut gebrauchen. Aber egal. Übrigens, wo wir gerade bei Live-Action-Serien waren, und Live und Action, es findet ja bald die Gamescom statt. Und da gibt es natürlich auch Paneele, wo auch SWTOR da sein wird, um sich vorzustellen. Und Achtung, große Ankündigung, Darren DePaul, der Synchronsprecher von Imperator Valkorion, den wir ja bereits im Trailer zur kommenden Erweiterung Fallen Empire sehen und hören durften, wird anwesend sein bei einem dieser Paneele und wird wahrscheinlich auch Fragen beantworten, ein bisschen was zu den Synchronarbeiten erzählen und generell vielleicht seinen Eindrücken zu dieser Erweiterung vielleicht, ne? Er wird natürlich PR-technisch quatschen, ist logisch, und das Ganze schön hypen, aber an sich ist es natürlich schön, dass man so jemanden für sich gewinnen konnte für so eine Veranstaltung, und ich gehe auch davon aus, dass es auch da wieder ein Cantina-Event geben wird. Ich glaube sogar, das steht schon fest. Auch da können wir uns also wieder auf einen schönen Code freuen, auf Links freuen. Und das wird was. Das wird eine ganz große Sache, sage ich euch. Das wird wirklich richtig toll. Ich werde leider nicht vor Ort sein. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich leider nicht bei der Gamescom dieses Jahr anwesend sein kann. Aus beruflichen Gründen bekomme ich leider nicht frei und dementsprechend, nun ja, muss ich das wohl auf nächstes Jahr verschieben. Werde aber zusehen, dass ich mir dann auch da die freien Tage gleich sozusagen reserviere, denn dann habe ich auch das ein oder andere für diesen Kanal vor, was ich dann auf der Gamescom 2016 machen möchte. Trotzdem schade, weil natürlich gerade 2015 ein super Jahr ist, erstens für SWTOR durch den Neustart, der bald ansteht, da hätte man einiges rauskitzeln können an wichtigen Informationen, genauso wie Star Wars Battlefront, das erscheinen wird, und da wird es nächstes Jahr Star Wars technisch nicht so diese großen Dinger geben, über die es sich zu sprechen lohnt. Natürlich wird es trotzdem Konferenzen geben von EA und es wird bestimmt auch das ein oder andere Star Wars Spiel angekündigt werden. Aber Battlefront, das ist schon eine Hausnummer, ne? Muss man so ganz klar sagen. So, wir reisen schon mal zum nächsten Ort, zum Dreviate Outpost Speeder. Ich sehe gerade, wir haben also eine riesige Map, die wir erkunden können. Hier muss Aila zum Beispiel, oder Ayla, wie auch immer. Da ist der Startpunkt des Imperiums, kenne ich als Imperialer zur Genüge. Hier oben hingegen war ich noch nicht so oft, um genau zu sein, glaube ich, nur einmal mit meinem Jedi-Ritter. Und viel mehr habe ich da auch noch nicht auf die Reihe bekommen. Ich will aber sagen, dass ich jetzt mit unserer Ankunft dann auch die Aufnahme beenden werde. Und deswegen, ja, würde ich euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit den Folgen, die ich vorproduziert hatte. Und mit dieser hier am Montag nächste Woche geht es dann also weiter, munter weiter mit weiteren Folgen. Jetzt schnappen wir uns hier mal noch schnell den Checkpoint, den, na, wie sagt man, ihr wisst schon, die Schnellreise, den Schnellreisepunkt, Quick Travel Point, genau. Ja, und dann, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fragen, Anregungen habt, dann lasst es mich wissen. Eure Kommentare haben mir in dieser Woche sehr gut gefallen. Ich habe mir die auch trotzdem durchgelesen. Natürlich, auch gerade heute kam einiges Neues rein, was ich da lesen konnte. Das freut mich sehr und durch eure Unterstützung wird das auch eine große Sache. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr mir auch von dem Code erzählt habt. Ich muss einfach nochmal ganz kurz schauen, wer das genau war. Und zwar, der hat auch so einen ganz coolen Avatar auf YouTube. Moment, der hat so einen Wookie, nämlich Rideshift, genau. Ich glaube, Rideshift war es, der mir von dem Code erzählt hat. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist erzählt. Aber ich glaube schon. Ich glaube, du warst das. Oder Rideshift, wie wird der Name ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Wir haben den Code bekommen und haben den schönen neuen Speeder. Ups, sehr, sehr schick. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich sage, good game. Macht es gut, schönes Wochenende und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.